das Gesetz. Das etwas andere Politikabenteuer. Auf geht's. Jo. Da sind wir wieder im Voice. Und weiter soll es gehen. Schlicht entspannt zur Life is Strange Musik im Hintergrund. Ja. Passt doch, ist doch stagey gerade. So, der Daniel befindet sich auf der Toilette. Und ja. Christine zusammen mit den Namen habe ich gerade vergessen, mit Dania zusammen. Ihr findet dort relativ schnell ein Treppenhaus und begebt euch runter auf die nächste Ebene, die wir hier sehen. Ihr seid jetzt auf einer Ebene mit dem Plenarsaal und seid jetzt im Abgeordnetenbereich, wo die Abgeordneten rumlaufen, wo sie ihre Büros haben und wo ein paar Büros sind, nicht viele, aber 10, 12 ja. Büros sind da schon so. Und er befindet sich noch, und der Daniel befindet sich noch eine Etage über euch in der Toilette. Und ja, ich weiß nicht, was du da, wäscht sich die Hände. Keine Ahnung. Ich komme halt auch nicht mehr mit runter. Geht mal die Blase. Blase leeren. Ja. Nee, du siehst in deiner Nähe, du bist also im Gegensatz zu dem dort, also du durftest schon durch die erste Glastür durch, also du bist schon hinter einer Glastür, wo sich die Toilette befindet. Siehst, dass dahinter ja. noch eine Glastür ist auf deiner Seite, und da geht's auch zu einem Treppenhaus, da kommst du auch runter, aber also bei dir steht, also vor den Toiletten steht jetzt keiner rum, aber es steht einer auf der anderen, also es guckt einer durch die Glastür, also es ist jemand, der im Besucherbereich steht und dann halbes Auge so auf die Toiletten hat, dass da keiner durchschlüpft. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, aber ich glaube, ich habe nicht, was Skills Schleichen angeht. Nee. Du versuchst trotzdem. Auf was soll ich werfen? Du hast Rennen könntest du werfen, könntest du sagen, ob du schaffst, schnell rauszurennen und schnell in den Abgehör. Das mach aber mal erschwert. Das erschwere ich dir wirklich. Okay, mal. Ich versuch's nochmal. Erschwert. Oh wow, das hat nicht viel besser geklappt. Okay, du rennst raus, knallst gegen die Glasscheibe, dort stehst, wo du durch wolltest und gibst zurück und du kannst gleich mal einen D10 Schaden durch auswürfeln, du bist da mit voll Karacho gegen die Scheibe gerannt. Aber wenigstens diesmal. Hast einen Schaden gekriegt, das war nicht so, das ist nur eine Glasscheibe. Tut ein bisschen weh. Ja, du fällst nicht um, aber du bist gegen die Glasscheibe. Das ja. Das erregt aber schon Aufmerksamkeit von der ist eine Dame, die dort als Security dort steht und die jetzt langsam auf die zukommt. Um dir zu zeigen, wo es wieder rausgeht. Ja. Dann folge ich dem mal lieber. Was tust du? Ja, ich folge dem mal lieber. Nicht, dass ich noch mehr Probleme bekomme. Also die kommt jetzt gerade, die öffnet die Glastür und kommt zu dir rein. Ist jetzt bei dir. Achso, ich dachte, achso, ja. Und du bist jetzt gemeinsam mit ihr und ist mit dir alleine und andere Securities sehen das gerade nicht. Also du bist gerade mit einer Security alleine vor den Toiletten. Ja. Was tust du mit dieser großen Chance? Kann ich sie. Warte mal, habe ich das? Das Skill. Weil ich will, dass du da durchkommst. Kann ich sie manipulieren, dass ich da lang muss? Weil ich. Würfel mal auf Lügen oder Lügen und Manipulieren. Wenn ja. Du das so willst, ja. Du hast halt wirklich schlechtes Würfelglück heute. Ja. Das gelingt dir nicht so gut. Ich beleidige sie auf Wochenende Spaß. Sie ist nicht davon überzeugt, dass du da lang musst. Und sie geleitet dich raus, wieder zurück in den Abgeordnetenbereich. Du bist bei den Garderoben. Du bist bei den
Garderobe und darfst dich dort aufhalten. Jo. Dann will ich gerade mal mit dir weiterspielen, weil es ist, die anderen. Die anderen wollten schon vorgehen. Ich glaube, ihr wartet erstmal auf euren Mitstreiter. Ja, wir warten. Oder? Ja. Ihr haltet euch erstmal auf. Unauffällig in der im Treppenhaus. Wo nicht so viele Securities langlaufen. Was ja. tust du? Du könntest noch einen Versuch starten, nochmal in die Richtung zu laufen. Oder einen anderen Plan. Denk dir was aus. Gibt es noch einen anderen Weg da lang? Diesen unterirdischen oder so? Ja, aus dem Abgeordnetenbereich raus könnt ihr, also wenn ihr im Abgeordnetenbereich raus drin seid, könnt ihr da vielleicht woanders hin, aber. Achso, okay. Jetzt von den Besuchertribünen gibt es keine unterirdischen Gänge. Ja. Die, oh, Wege habt, die Wege habe ich euch beschrieben, die ihr habt. Und theoretisch könntest du auch wieder ein Stück wieder rausgehen. Da gibt es auch ein Treppenhaus, das dem bekommt. Könntest auch versuchen, zurückzugehen. Das wird logischerweise auch bewacht. Dann wird auch wieder auf zum. Du wirst jetzt nicht dran gehindert werden, rauszugehen, aber in dem Moment, wo du eine Ebene weiter unten bist, die Zugänge vom Abgeordnetenbereich zum vom Besucherbereich zum Abgeordnetenbereich werden logischerweise bewacht. Also was wirst du tun? Du kannst auch nochmal versuchen, durch die Gastür zu kommen, oder du kannst auch nochmal auf die, nochmal zur Toilette zurück. Du kannst nochmal auf die Tribünen drauf, was du willst. Ja, Du kannst auch aufs Dach klettern und Bungee-Jumping machen, wenn du willst. Ob dir das hilft. Kann ich von der Tribüne aus irgendwelche Politiker vielleicht sehen? Du siehst von der Besuchertribüne, wenn du dort sitzt, du siehst jede Menge Abgeordnete, die dort unten sitzen im Plenarsaal und sich und dort sich miteinander unterhalten und den Redner vorne lauschen. Würdest du sehen. Ist logisch, da sind ein paar Leute, die an der Plenarsitzung teilnehmen. Sich da irgendeinen, mit dem ich vielleicht reinkommen könnte, der mich ja so einfach kurz zu sich holen könnte? Selbst wenn du jemanden sehen würdest, du kannst von der Tribüne aus nichts machen. Du bist dort. Dir ist absolut verboten zu sprechen, zu irgendwas, irgendwie die Sitzung zu stören von der Tribüne aus. Es wird euch auch gesagt, wenn er da reingeht, es ist euch verboten da. Ihr dürft nur maximal still dort sitzen und zuhören. So, glaube ich, so ziemlich die Besuchertribünen des Bundestags sind so ziemlich der Ort in Deutschland, an dem das meiste verboten ist. Ihr dürft dort gar nichts. Außer sitzen und zuhören. Die AfD war unterhaltsam, als sie dort gesessen hatte. Ja, die durften mitreden, weil die sind keine Zuschauer. Das ist da. Ja, ja. Die durften. Die mussten ja keine Menschenrechte. So, na dann, was tust du? Tu irgendwas. Du stehst jetzt da gerade vor den, wo du deine Tasche abgegeben hast, vorm Eingang. Im Besuchereingang. Steht da irgendwo das Zeug von mir vielleicht rum? Das hat eine der Damen, die dort für die Garderobe zuständig ist, relativ weit hinten dort an einem Haken gehängt und dort. Das ist dort. Du siehst, wo deine Sachen hängen, aber da ist vorne so ein Tresen, könnte man es nennen, und dahinter steht eine Dame und dahinter sind Reihen an Kleiderhaken, Kleiderständern, wo Jacken, Trugsäcke und so weiter dranhängen. Ah. Im sichtbaren Bereich. Wie in einem Theater oder wie es so könnte man es sagen. Ja. Ist damit vergleichbar.
Ja, gute Frage. Also, ich kann nicht so tun, als würde ich jetzt meine Sachen nehmen, rausgehen wollen und dann versuchen wegzurennen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dir deine Sachen wieder nehmen. Ach komm, dann versuche ich das nochmal und sollst mich ins Knast bringen diesmal. Sag mir, was du tust. Ich heute schon Stress gemacht habe. Was? Sag mir, was du tust. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Dass ich meine Sachen, also dass ich sage, ich möchte gehen, meine Sachen nehmen und dann versuche wieder hier nach hinten zu rennen. Okay, du kriegst dein komplettes, du kriegst dein Inventar zurück, kriegst deinen Rucksack mit allem, was du abgegeben hast, wieder zurück. Oh mein Gott, Rennen hat geknappt. Okay, du wirst rennen, du hast geklappt, das heißt, wo wirst du hinrennen? Ja, nach hinten wieder. Also in dort, wo zu den Toiletten, wo du herkamst oder was? Ja. Yeah. Okay, es hat geklappt. Du bist in der Nähe der Tür, deswegen. 54, das, ich glaube, das hat knapp geklappt. Ja, okay. Du rennst dort vorbei. Du rennst an einer Security-Dame, die dort steht, noch vorbei. Du musst Du rennst sie über den Haufen, rennst dran vorbei. Du hast ein bisschen Aufsehen besorgt, aber du rennst an die vorbei und schaffst es dahin und ins Treppenhaus und runter. Du schaffst es auf die. Du bist jetzt hier im Treppenhaus auf der unteren Etage. Auf der anderen Seite, wo deine Freunde sind. Es hat ein bisschen Aufsehen erregt und ich würde mal sagen, wir führen dir einen Schaden aus. Weil du hast gerade einen. Du hast gerade Menschen überrannt. Das hat schon. Ah, 4. Geht noch. 1d10. Achso, 1d10, ja, 4. Du hast CD4 Schaden ab. Und dann bist du auch in dem unteren Bereich. Bei den anderen. Nicht bei den anderen, gegenüber von den anderen zwischen euch. So wie es jetzt auf der Karte zu sehen ist. Okay, kenne ich den Weg, wie ich am besten darüber komme? Also, ich weiß nicht, ob das möglich ist, da so spontan darüber zu kommen. Also ihr befindet euch exakt an der anderen Seite. Also selbst wenn du rüberkommen wollen würdest, bist du da. Du hast da den gesamten Bundestag zwischen dir. Das ist schon. Wie breit ist der Bundestag? Das sind schon einige Meter. Das sind schon. Dann würde ich mal. Du bist dann an der komplett anderen Seite des. Sagen wir es, wie weit ist der Bundestag? 100 Meter vielleicht bist du, was da drüber bist. Da sind schon einige Gänge, das ist schon. Du musst schon einen Meter laufen. Bist da ein Weilchen am Laufen allein, wenn du jetzt losgehst und da nicht aufgehalten wirst, bist du da schon. Ich sag mal, du bist schon 10 Minuten am Laufen, bis du drüben bist. So schon. Jo. Schon eine Strecke. Was wollen die anderen tun? Seid jetzt auf der gleichen Ebene, können wir jetzt auch schon. Wollt ihr euch zueinander begeben oder weiter? Dalia macht was du hier vorschlägst. Ist da relativ. Ich würde mal umschauen, was hier für Räume sind in der Nähe. Du findest bei dir. Du findest da so bei der 22, da sind erste Abgeordnetenbüros und auf den anderen Seiten, so auf dem Flügel sind Büros und auf der anderen Seite Richtung 7 und 3 jetzt auf dem Plan sind so, es ist ein Gang, da läuft ein Gang lang, dort gibt's ein paar Couches, die dort stehen, ein paar Sessel, bequeme Sessel und so weiter und also wenn du dann gehst, kannst du auch nach oben auf die Besuchertribünen gucken. Also du bist jetzt noch unten da. Da gibt's von den Besuchertribünen kann man nach unten in den Bereich dort gucken, in den Gang. Und ja, da laufen ein paar Abgeordnete lang. Dort stehen noch ein paar Kameras rum. Also das ist so der typische Bereich, wo manchmal Kamerateams warten und Abgeordnete
interviewen. Das ist so der Interview-Pressebereich, wo ein bisschen so eine bequeme Lobby. Der ganze Gang hier von zwischen den Dreien und Zweien, das ist so der, bis nach hinten zu den anderen, ist so der Interview-Kamera-Bereich, wo dann der Öffentlichkeitsbereich, wo die ich, ja. Du siehst ein paar Kamerateams von ZDF, ARD, den typischen Medienhäusern. Jo. Du siehst nur zwei zu nennen. Bis nach mehr. Ja. Ich gar keine weiß, was für Parteibüros-Dinger da sind das? Also die ersten siehst du den ersten, wie du siehst, und keine. Das ist nicht wirklich Büro, sind jetzt keine Schilder dran, das sind scheinbar unetikettiert, unbeschriftet, irgendwas da, keine. Weiß nicht, ob das Büros sind, ob da vielleicht. Deine Einschätzung wäre, das sind Abgeordnetenbüros. Okay, dann. Die Schilder fehlen, irgendwie ist da gerade. Da würde ich mal in die Richtung gehen und schauen, ob ich irgendwelche interessanten Räumlichkeiten finde, wo vielleicht jemand ist, mit dem ich reden konnte. Okay, auf dem Weg zu den, also in die Richtung, du gehst da, gehst hier so lang, denke ich mal. Auf dem Gang kommt dir ein Saaldiener, eine Saaldienerin entgegen und rempelt dich an. Also die kommt dann hier vorbei und rempelt dich so ein bisschen an. Ich schaue sie an und frage, ob alles okay ist. Sie entschuldigt sich und sagt, ich bin gerade ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Sie hat dich nur aus Versehen angerempelt und ja, lässt dich weiter, geht weiter ihres Weges. Das war nur ein gerade Gleichgewichtsproblem, es ist halt irgendwie zu dir ungünstig angerempelt. Dann würde ich würde sie aber kurz fragen, wo das Büro von oder der Raum von wie hieß er noch gleich? Keine Ahnung. Skopa. Was? Moritz Lehmann, Park. Ja, ich meinte Moritz, ja. Moritz, okay. Der Moritz Lehmann, das weiß, also sie weiß nicht von allen, sagt das weiß sie, wo alle jetzt sind. Moritz Lehmann kennt das, da war sie heute schon öfters, der hat sein Büro auf, so ziemlich auf der anderen Seite, das ist also dort auf der so bei dem, also sie beschreibt dir so die 14, die erste 14 hier von links, dort das ist sein Büro so bei dem. Okay, dann würde ich mich zügig vielleicht auf den Weg dahin mal machen. Okay, du gehst dort durch. Wollen die anderen auch dort hingehen? Ihr seid näher dran, das werden wir da. Würde ich auf den Weg zu ihm machen. Aus dem Büro. Wir gehen einmal so in die Richtung, behalten uns aber verdeckt. Und schauen erstmal, dass wir alle aufschließen. Dass Daniel zu uns stößt. Okay, geht da so in diese Richtung. Er geht auch so langsam in die Richtung und er kommt ja an Büros vorbei, ab und zu sieht er mal ab und zu, es scheint hier ist scheint so ein bisschen so der Bereich zu sein, wo die SPD hat hier ein paar, also nicht alle ihre Büros, aber so ein paar Büros der SPD sind hier auf der rechten Seite, wo lang gehst und dann kommst du, als du zur 16 kommst, bietet sich dir, Daniel, kommst dort in eine große Halle, hängen mehrere Gemälde, große Wände, also Kunst von verschiedenen Künstlern, die Landschaftsgemälde, abstrakte Kunst und so weiter, ausgezeichnete Kunst, die irgendwie von den Abgeordneten irgendwie vom Bundestag ausgestellt wurde. Und nebenher findest du dort in der, dort, wenn du dort ankommst in der Halle, siehst du das hier. Das ist so ein bisschen, dort hängen so ein bisschen quer und schief die so ein bisschen Bilder von
von Abgeordneten, Kanzlern, wie es angeschaut, die dort irgendwie wurden wohl gerade abgehängt oder so irgendwie, oder waren gerade beim Aufhängen, also eines hängt auch schon so schief irgendwie. Da steht gerade ein starker Typ in einem Blaumann, der gerade beschäftigt ist, die großen, sind wirklich groß, die Gemälde aufzuhängen. Und der sieht dich dran vorbeigehen und bittet dich, ihm zu helfen, die Gemälde aufzuhängen. Du wirst ihm dabei helfen, da mal ein bisschen. Der hätte dich für jemanden, der, also das ist gerade der mal gerade ihm helfen kann, der braucht mal gerade ein bisschen Unterstützung. Siehst du ihn relativ stark aus, du bist auch vom Charakter, dein Charakter ist auch relativ groß und breit gebaut, du wirst da. Bitte dich um deine Hilfe, die Gemälde mal in richtige Reihenfolge aufzuhängen. Gut, du hast das Schreibsystem, ist ein kleines Rätsel, was ich vorbereitet habe. Die anderen können jetzt helfen, auch wenn sie nicht da sind. Du hast das Schreibtool, das ist hier möglich. Ich glaube, da kannst du darauf zugreifen. Versuch's zumindest mal. Hoffentlich kannst du darauf zugreifen. Dann würde ich darum bitten, die einfach mal zu nummerieren. Mal als kleiner. Du kannst jetzt nicht umhängen, aber du kannst mal gerade mal Nummerieren. Also als soll der chronologisch aufgehängt werden. Also links soll der älteste Kanzler hängen und rechts soll der neueste, der jüngste, der jetzt zuletzt dran war, hängen. Zur Erinnerung im Jahr 2026. Ah, sehr schön, ich sehe schon. Kannst du schon schreiben. Willst du mal, dass jemand helfen? Oder ihr könnt auch mal alle mitschreiben. Also, lasst euch jetzt alle mal mitschreiben, obwohl er eigentlich allein dort ist. Da bin ich mir unsicher. So. Einer von den beiden ist dann fünfte und der andere siebte. Dann leg dich jetzt mal fest. Ich glaube, das war die 5 und das hier war die 7. Okay, kannst du auch die Namen von denen sagen? Die 1 ist Adenauer, danach kam Ludwig Erhard, den dritten weiß ich nicht, der vierte, das ist der Willi Brandt, die 5, das war, oh Gott, 5 war ich jetzt auch nicht mehr, 6 war Kohl, 7 war Gerhard, 8 Angela, 9, der andere und 10 weiß ich auch nicht. 9 ist Olaf Scholz und 10 ist wohl der aktuelle Bundeskanzler, den du nicht kennst. Der gerade aktuell Bundeskanzler ist. Hast dich nie für interessiert. Stehen auch irgendwie keinen Namen drunter, den. Du kannst mal gerade in den Hintergrund. Können wir gucken, ob ihr das richtig habt. Ich habe hier die Reihenfolge. Okay, mal in den Vordergrund. Boah, okay, da haben wir die Reihenfolge. So sieht's aus. Okay aus. Müssen wir mal vergleichen, haben wir gerade hier. So, die 1 ist der Name, habe ich leider auch gerade nicht hingeschrieben. Finde ich blöd. Müsste jetzt auch nochmal recherchieren. Da haben wir den Konrad Adenauer natürlich als ersten. Habt ihr richtig. 2 ist richtig, 3 ist richtig. 4 habt ihr auch richtig gemacht. Dann kommt die 5, das war er, ja, das ist die Nummer 6.
Die Nummer 7. Ob die Nummer 7. Das dort, ja, die Nummer 8. Die Nummer 9 und die Nummer 10 habt ihr relativ sicher, habt ihr relativ richtig gemacht. Als du das letzte Bild von dem neuesten Kanzler aufhängst, fällt etwas hinter dem Rahmen hervor, was er hinter dem Rahmen gegangen hat. Dir fällt ein Abgeordnetenausweis auf die Füße. Und ein Gegenstand aus der Random-Liste, aus der Loot-Liste. Da müsste ich mal gerade eben. Da würfel mal gerade eben und guck auf die Liste, was du da so kriegst. Ja. Ein D100. Die Nummer 6. Oha, das hat man noch nicht. Dann hatten wir das schon. Dir fällt ein Kamm auf die Füße. Irgendwie hat da jemand einen Kamm noch hinter. Das ist ein Kamm und ein Abgeordnetenausweis. Ins Inventar schreiben. Okay. So viel dazu. Wir gehen zurück zu unserem Plan. So, er befindet sich gerade in dieser Halle, wo jetzt das Gemälde. Der Handwerker dankt dir dafür, dass du ihm geholfen hast und ja. Ich habe gerade festgestellt, warum man mich nicht gehört hatte. Ich bin außerdem auf die Mute-Taste gekommen. Okay, du hast einen Abgeordnetenausweis und einen. Nee, das habe ich gehört. Ich hab mich selber gemutet, deswegen hat man mich nicht gehört. Okay. Ich wollte gerade fragen, ist da nicht ein Bild drin? Wo ist ein Bild drin? Im Abgeordnetenausweis oder ist es einfach nur ein Ausweis? Also, wie das mir vorstellen vom Ausländer? Es wäre normalerweise ein Bild drin, aber es ist ein. Es ist ein Bild drin, aber das werde ich euch nicht zeigen. Es würde euch noch nicht weiterhelfen. Also es ist ein graues Bild. Irgendwie es scheint schon ein bisschen älter zu sein, der Abgeordnete. Also allen Anscheins nach ist der auch schon. Also ihr kennt den Abgeordneten. Er ist nicht mehr im Bundestag. Also das ist ein älterer Ausweis, der wohl schon seit einigen Generationen da hinter dem Gemälde gegangen hat. Also der ist da. Stellt euch einfach mal ein Bild von dem Abgeordneten vor, der. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist vielleicht ein Abgeordneter, der mal irgendwo 2000, der war mal 2001, 2002 rum, war der irgendwann mal im Bundestag, der, ihr wisst, dass der längst nicht mehr im Bundestag ist, weil er rausgewählt wurde. Hat irgendeinen Job in der. Er hat einen Abgeordnetenjob irgendwo in der. Der macht in der Wirtschaft was. War ein CDU oder. Aber ja, Abgeordnetenausweis. Okay, ja. Weiß nicht, ob das praktisch ist, aber nehmen wir mal mit. Ja, dann würde ich mal auf jeden Fall weitergehen, nachdem ich das geordnet habe. Während ihr übrigens unterwegs seid, ihr lauft zu den Gang entlang. Ihr seid schon angekommen in der Zeit, ihr habt einen kürzeren Weg, wartet dort schon. Während der Daniel zu euch beiden stößt, stößt auch noch wer anders, der gerade hinter euch herkommt. Ihr dürft euch bekannt vorkommen. Eine bekannte Person kommt euch entgegen. Also kommt hinter euch, kommt euch nicht entgegen, aber kommt hinter euch hervor. Dürft euch bekannt vorkommen. Diese Person kommt hinter euch an und spricht euch an, weil ihr dort gerade vor einem Büro steht. Und er scheint euch erkannt zu haben und fragt euch, ob ihr. Fragt euch, seid ihr die Lobbyisten, die wir für den Vortrag gebucht haben? Ich warte hier auf ein paar Lobbyisten, die wir haben hier einen Vortrag zu
zur Kohle und zur Finanzlage zur Kohle. Wir sollten hier zur Kohle, die Kohleindustrie-Lobby sollte drei Lobbyisten schicken. Seid ihr das? Wir sollten uns hier, wir sollten dort drüben in der Gemäldehalle sollten wir uns treffen. Seid ihr die Damen und Herren, die den Vortrag halten sollten? Oder wer seid ihr? Ich würde mal auf Lügen werfen und versuchen, ja zu sagen. Also ihn davon zu überzeugen, dass wir es sind. Hat es geklappt? Was hast du auf Lügen bevor? Ja, es hat gerade so geklappt. Okay, will Daniel noch irgendwas machen oder ist er damit einverstanden? Ich war gerade Daniel. Ach so, okay. alles gut. Sorry. Okay, Christine ist einverstanden. Das ist toll. Okay, es riecht früh, sichtlich fröhlich darüber, dass die Lobbyisten endlich da sind. Der hat schon eine Weile drauf gewartet, dass er kommt, und er nimmt euch mit und er führt euch eine Etage noch weiter runter. Das kann ich gerade mal. Erdgeschoss, genau, das können wir führt euch ins Erdgeschoss runter. Viel größer kriege ich das jetzt auch nicht hin. Mache ich das mal kleiner hier. Ich hoffe, das ist hier noch im Bild im Stream zu sehen. Hier habe ich hier einen Sitzungssaal, das ist hier ist ein hübscher Sitzungssaal markiert. Geht damit ich richtig bin? Das ist der Bundeskanzler, oder? Der aktuelle. Das ist der aktuelle Bundeskanzler, der hat noch ein paar Leute, der hat noch ein Entourage mit dabei, der hat ein paar Leute, die noch ein paar Abgeordnete, die mit ihm mitkommen, die so ein paar ist ein CDU-Kanzler, hat ein paar CDU-Abgeordnete noch mit Sekretäre und ein paar Leute, ein, zwei Abgeordnete, die auch dem Vortrag lauschen wollen und ein paar, sein FDP-Kandidat ist auch noch mit dabei und so ein paar, okay. Und ein paar seine Angestellten, seiner Sekretäre und seiner, weiß ich, die für den Papierkram machen und so. Ja. Er gleitet euch runter in den Sitzungssaal und dort sitzen gespannt ein paar Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen, und ja, er gleitet durch zu einem Tisch, ist schon einiges vorbereitet, es sind schon hat die Lobby schon was bereit gemacht, es steht ein Beamer bereit, es wird eine weiße Wand, wird was projiziert, ihr seht eine Skala, die schon eingeblendet ist, ein paar Graphen, die irgendwelche Summen anzeigen, die ihr nicht versteht, die ihr nicht verstehen könnt. Und der Bundeskanzler setzt sich relativ weit vorne auf den Stuhl und guckt gespannt zu. Er sollte jetzt einen Vortrag über die Überschrift der Präsentation heißt die Finanzlage der Kohleindustrie. Da soll es wohl scheinbar drum gehen in der Präsentation. Kann ich mal kurz auf Ding werfen, auf Politik wissen, wie es aktuell mit der Weltpolitik steht, also wie so große Weltnationen aktuell stehen? Ja, wirf mal drauf, ob du schaffst. Nein. Hast du nicht geschafft? Nee, ich habe 40 in Politik. Okay, hast du nicht geschafft. Okay, du hast auf Wissen gewürfelt, dass du verstehst gar nichts. Also was irgendwo stehst da vor dem Ding. Du es ist für dich. Du siehst ein paar Striche, ein paar Linien, ein paar Zahlen. Du verstehst absolut Kauderwelsch. Das ist für dich. Also du siehst da. Da könnte auch die Farbe der Gummibärchen drauf gezeichnet sein, da könnte sonst was stehen.
Der Fettgehalt, der Fettgehalt der Milch könnte aufgelistet sein. Das ist da wirklich. Das ist rätselhaft, was da steht. Du siehst da Striche und Zahlen. Okay, die Abgeordneten hier warten, der Bundeskanzler warten gespannt darauf, dass ihr ihnen erzählt, wie es mit der Finanzlage der Kohlelobby aussieht für dieses Jahr, für das Jahr 2026. Ich habe eine Frage. Denkt euch was aus, was halbwegs logisch klingt, was irgendwie improvisiert, lügt sie an. Ich weiß, hofft darauf, dass sie keine Ahnung haben. Wie steht mittlerweile Russland in dieser Welt? Zur Weltpolitik, also weltpolitisch gesehen. Das weiß man das, ja das so. Also nichts Besonderes. Also es ist ja nichts, was ihr wisst. Also es ist jetzt nichts, was da irgendwie. Also nicht, meine so. Interessiert. Ist es einfach nur Russland oder sind die mittlerweile komplett von der Welt gehasst oder so? Das meine ich gerade. Also es ist nichts Nennenswertes. Also es ist nichts passiert, ist nichts Nennenswertes, was gerade aktuell läuft. Okay, dann es gibt keinen Krieg. Gehen die mit Deutschland, es gibt keinen Krieg mit Deutschland. Werden die Balken größer oder kleiner, die ich dort sehe? So. Aus seiner Perspektive raus beides. Du siehst Balken, die größer werden. Du siehst Balken, die größer werden, Balken, die kleiner werden, Striche, die hochgehen, die runtergehen. Das würde ich komplett so. Könnte auch ein Wandmuster sein für dich. Das könnte nur hübsches, das könnten Striche. Professionell wirken und mit gebrochenem Deutsch anfangen und sagen, dass ich Experte aus Russland bin und auf Russisch weitermachen. Die warten jetzt auf, einige werden schon ungeduldig, weil sie warten, weil sie Termine haben und jetzt was erzählt bekommen wollen. Let's go, tut was. Okay, ich trete heran und zeige so. Sind das mehrere Grafen oder ist das ein großes? Oder? Achso, das ist meine Frage von Zwerg. Dann würfel mal. Was hast war du? Dann 100. Was hast du da auf? Kannst du irgendwas auf Wissen irgendwie? Ja, aber sieh doch, ob das eine Grafik ist oder mehrere. Ja, ich will dich mal würfeln lassen. Würfel mal auf Politikwissen, sagen wir mal. Hast du es geschafft. Ja. Okay, bei dieser Frage, du siehst, das ist ein Graph, der ist ein Diagramm, das zeigt. Das zeigt verschiedene Striche an, die du nicht lesen kannst. Okay, also ich fange halt ganz links an. Also hier sehen Sie unsere Staateinnahmen der gesamten Wirtschaft, des gesamten Wirtschaftszweigs. Wie wir sehen können, im Laufe der Jahre haben wir erstmal einen starken Gewinn gemacht, aber dann und zeigt dann, wenn es wieder kleiner wird, auf du weißt nicht, danach was kleiner ging wird. Unsere Einnahmen sehr stark zurück, dass wir jetzt auf eine Hilfe der Wirtschaft der Regierung angewiesen sind. Okay, einige Leute gucken, einige Abgeordnete, die gucken ein bisschen seltsam dich an, weil du scheinst ihnen irgendwie was komplett Seltsames erklärt zu haben, was die sehen da ein bisschen was anderes als du. Also, kann ich eingreifen? Mach. Also ich würde so eingreifen und auf sehr professionell tun und behaupten, ja, er ist neu in der Firma und er hat da einen kleinen Fehler reingemacht. Was wir eigentlich sagen wollten, ist, dass die Kohleindustrie besonders von so Gastarbeitern aus Ländern die östlichen europäischen Ländern lebt. Also teilweise auch Arbeitslose, die dann hierher kommen zum Arbeiten. Deswegen ist so Ausreisegenehmigung immer sehr wichtig. Und wenn wir das eben durchsetzen, dieses neue Gesetz, was sie durchbringen wollen, könnte es dafür sorgen, dass die Kohleindustrie hier in Deutschland komplett zusammenbricht. Dass da dann vielleicht andere Länder das Deutschland schlecht tun würden. Einige Leute, gerade der CDU, fangen laut an zu murmeln, sind ein bisschen unzufrieden. mein wird Freund, der hat einen kleinen Fehler da reingemacht. Dieser Abknick, da ist nicht durch das Gesetz natürlich nicht, das ist einfach
Ein Lieferengpass, da gab es einen Engpass und er hat sich noch nicht ganz wieder erholt, aber er hat sich wieder stabilisiert relativ und wir sind wieder auf einem guten Start wieder hin. Deswegen wollen wir ein bisschen Fördergelder, damit dieser Start besser geht, damit wir wieder Nummer 1 werden. Okay, nachdem ihr so ein bisschen gestottert und gestammelt habt, ihr sagt, ihr seid zu Ende, oder? Das ist ihr... Dann, wenn ihr zu Ende seid, dann stehen ein paar Abgeordnete auf und also der Raum leert sich langsam. Dann rausgehen, hört dann ein paar Murmeln. Das sind auch ganz seltsame Leute, haben sich ja heute geschickt, dass der Vortrag letzte Woche war viel, viel qualitativer und viel, viel hochwertiger und viel, viel sachlicher. Irgendwie haben sie jetzt seltsame Leute geschickt. Ein paar Leute lachen, lässt ein bisschen über euch lachen beim Rausgehen, so ein bisschen. Du hörst so ein bisschen raus, dass du denen gesagt haben, dass es aufwärts geht, aber auf der Grafik stand, dass es abwärts geht. Die lachen sich so ein bisschen darüber kaputt, dass irgendwie die Grafik entweder falsch ist oder du falsch warst, irgendwie. Schimmer, irgendwie der einen schlechten Tag hatte. Also ich sag zu Daniel, also ich fand uns ganz gut. Der Bundeskanzler bedankt sich höflich bei euch, lässt sich nichts anmerken und geht raus. Hat euch das jetzt mal abgekauft, dass ihr Lobbyisten seid, aber er sagt beim Rausgehen seiner Sekretärin, dass er mal einen Anruf zu führen hat. Der will nochmal einen Anruf mit der Kohle-Lobby machen. Will nochmal reden, was sie da für Leute geschickt haben. Ja, ihr seid jetzt so ziemlich alleine im Sitzungssaal, vereinzelt. Also hinten in der hinteren Reihe schläft noch ein CDU-Abgeordneter. Ist eingeschlafen während eures. Der ist noch während eures Vortrags eingeschlafen. Ja. Der Bundeskanzler verschwindet. Geht zurück zu den Orten, wo ein Bundeskanzler sich so aufhält. Ja, so sieht's aus. Jo. So, ihr seid jetzt dort in dem Sitzungssaal. Was tut ihr? Ich schaue ihn an und frage, was soll man als nächstes machen? Die Abstimmung zu unserem Gunsten wenden. Es ist übrigens mittlerweile, ihr habt eine Weile Vortrag gehalten, es ist schon langsam, es ist schon 15:15 Uhr ist es jetzt gerade, es ist schon der Zeitpunkt der Sitzung, der Abstimmung nähert sich langsam. Oder die Abstimmung verschieben. Ihr befindet euch übrigens, ihr habt euch ganz günstig hingebracht, ihr befindet euch übrigens relativ nah an dem, ihr seht da so auf links von euch so ein paar Linien, die so antennenförmig aussehen, das ist so eine kleine Verbindung zum Paul-Löbe-Haus, direkt neben dem Sitzungssaal, nicht direkt neben, aber da könnt ihr hin. Feuer auslösen oder so. Das wäre also ein Feuer, nicht unbedingt ein Feuer legen, sondern ein Feueralarm. Ja, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, die wir. Während er so redet, kommt eine Person in den Sitzungssaal rein, ein Politiker, wie es ausschaut, ist der Politiker hier, fragt euch nach der Sache, die ihr gerade gehalten habt, nach dem Lobbyist-Vortrag für die Kohle-Lobby. Die wollt ihr besuchen. Kennen wir den? Ja. Ihr könnt ihn fragen, wer er ist, oder also, kennt ihn nicht, aber. Okay. Dann würde ich erstmal fragen, ja, könnte ich vielleicht erstmal Ihren Namen leisten, dann ist es angenehmer zu reden. Er reicht dir die Hand und stellt sich als Siegfried Kremke vor.
Siegfried Kempe von der AfD. Es hier um den, es hier um den, den möchte sich den Vortrag anhören von den Kohlelobbyisten. Okay, ja, was ist denn überhaupt? Das ja, sollte hier in dem Saal stattfinden, hat er gesagt, sollte hier in diesem Raum stattfinden. Wurde mir gesagt, ist das schon vorbei, sind die schon weg? Achso, ja, 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 wir nicken und ich frage so, haben Sie denn irgendwelche bestimmten Fragen? Habe ich wohl leider verpasst. Nee, ich wollte mir den Vortrag anhören, der ist schon vorbei, oder? Ja. Ja. Okay. Dann schulterzuckend, er geht hinter zu seinem, zu dem CDU-Abgeordneten, weckt ihn auf und nimmt ihn mit sich und nimmt ihn mit sich raus. Wieder. Ein alter Kumpel von ihm begrüßt ihn freundlich und geht mit ihm aus dem Saal raus. Falls er nicht noch irgendwas mit ihm machen wollt. Naja, eigentlich nicht. Okay, dann verschwinden beide relativ schnell. Ihr seid alleine im Sitzungssaal. Okay. Ein Saaldiener kommt hinein in den Saal und fragt euch, ob ihr schon fertig seid hier und. Ja. Also, ich würde nicken, im Grunde schon, wir müssen noch mal was mitnehmen. Also, wir müssen noch unser Zeug zusammenpacken. Okay, dann verlässt den Raum wieder und lässt euch noch zusammenpacken. Bleibt aber in der Nähe. Weil sich gleich um den Saal kümmern wird, aufräumen muss. Für die nächste Sitzung, die dann gleich stattfindet, irgendwie. Jo. Die Musik ist aber gerade herrlich laut. So, ja, was tut ihr? Was können wir denn so direkt tun? Ihr könnt übrigens, also, ihr könnt zum Paul-Löbe-Haus rüber, der Eingang ist ausgeschildert, der steht. Achso, ja. Dann würde ich einfach mal dahin gehen. Ja, würde ihm folgen. Ja, ihr geht hier, ihr kommt an so eine Art, ja, ihr habt ein Treppenhaus, aber es ist ausgeschildert, so über so ein bisschen verwinkelt, so ein bisschen durch verschiedene Treppen, so geht's darüber durch die. Aber es sind so an den Etagen, das ist ausgeschüttet, wo es lang geht. Die kommen so durch Korridore, durch Gänge. Ja, und ich laufe da ein bisschen auf den Gang, kommen euch ein paar Abgeordnete vorbei. Wollt ihr sie ansprechen, wollt ihr sie vorbeigehen lassen? Sehen die irgendwie interessant aus? Also es gibt. Also es gibt ein paar Leute, die ein Hemd und Krawatte und ein Jacke so rumlaufen, die so ein bisschen Jackett rumlaufen, die wie Abgeordnete aussehen. Es gibt auch ein paar Leute, so ein paar Praktikanten, die vorbeilaufen, die man ansieht, die sind gerade als Praktikanten da, ein paar Sekretäre, ein paar. Also alles so ein bisschen ist da, läuft da vorbei. Ein paar Abgeordnete in grauen und in schwarzen Jackets, manchen blauen Jackets. Ja. Das sind halt gewöhnliche Abgeordnete. Willst du die ansprechen? Nö. Dann geht da weiter Richtung. Paul-Löbe-Haus, da kommt auch relativ bald an. Jo. So ungefähr sieht das aus. Da kommt er rein und ja, hier sind da wirklich, das ist eine Art Bürogebäude, da sind wirklich, ihr seht, an den Seiten und an den Wänden sind dort überall. Es reiht sich ein Abgeordnetenbüro neben das andere. Ab und zu steht da mal so ein Ein paar Sessel, Sitzecken sind dort, so ein Empfangsbereich, so ein Ding, wo ein paar Leute dort, wo eine Dame dort am Empfangsbereich sitzt und sich um Papierkram kümmert. Okay.
Wollt ihr. Ja, wollt ihr irgendwo hin? Wollt ihr nach irgendwelchen Büros präzise suchen oder. Wo wollt ihr hin? Was tut ihr? Seid ihr beide gemutet oder? Ich überlege gerade. Ihr überlegt fleißig. Ich würde einfach mal zu der Rezeptionistin gehen und fragen: Wissen Sie, wo der Moritz Lehmann ist? Ja, wisst ihr auch schon, der hat seinen Abgeordnetenbereich im. Die holten Bundestag raus. Fastbild. Und zeigt euch den Platz im Reichstaggebäude. Der hat dort Platz, wo ihr schon wart. Der stand dort gut, vor. Ja. Und der Page Kampen? Page Kampen, das ist Cage Kampen. Oder wie es ausgesprochen wird, ich hab's mal, sprich mal so. Die Page, die hat ihr Büro gleich da drüben, die ist von der Grünen. Die ist hier den Gang runter, ganz hinten mit der Nummer 252. Dort den Gang, ganz hinten am Fenster. Dann sollten wir uns vielleicht mal nachher umschauen. Ja, rechts. Danke für die Auskunft. Und wir werden uns auf den Weg machen dahin. Ja. Auf dem Weg kommen euch ein paar Leute vorbei, das ist der Abgeordnete, ein paar Assistenten, ein paar Saaldiener. Einer fällt euch auf, der sticht ein bisschen hervor. Warum? Diese Person hier, die kommt euch entgegen mit einer. Der hat ein, zwei Frauen hat er mit dabei und das ist ein paar. Der hat auch um ihn ist auch so ein bisschen eine Entourage herum und so ein bisschen. Er scheint so ein bisschen ein wichtiger Mann zu sein, der von sagen wir 6, 7 Leuten umgeben ist, die so ein bisschen. Davon 2, 3 Frauen. Und der sieht euch, spricht euch auch an, ihr seht interessant aus für ihn. Er sagt zu euch folgendes, warte mal. Spricht an Malen Kier Junior Tovarici Taktorti Prajalista und Kuda Storti Delayesh Des Etum Tvort Demokratie. Spricht euch gerade an. Ein Plan, Zwergi. Er würfel mal auf, hat irgendjemand von euch Fremdsprachenkenntnisse? Ja, ich habe Fremdsprachen aufgeschrieben, also halt. Du hast gesagt, wir sollen Sprachen aufschreiben. Ich habe Englisch und Russisch. Du kannst mal vermuten, welche Sprache das war, was da. Und darauf würfeln. Das war Latein. Wahrscheinlich. Hast du irgendwas in der Art? Ich habe vielleicht auch ein bisschen genuschelt. Auf was willst du würfeln? Aber ich werfe mal halt auf Russisch. Ich weiß, dass es nicht ist, aber trotzdem. Okay, hast du es geschafft? Ja. Okay. Dann, ja, Russisch, wie gut hast du es geschafft? Du hast es gerade so geschafft, okay. Du erkennst, dass es wirklich Russisch ist, hast du tatsächlich herausgefunden. Sah auch wie ein Russe für dich aus. Du hörst raus, dass er dich als Kamerad, also dass er euch als Kameraden bezeichnet hat. Okay, wer bist du, erkennst du noch? Das hat er dich gefragt, das hörst du raus. Und das Wort Demokratie hast du rausgehört. Das kam am Ende noch vor. Das letzte Wort war Demokratie. Das klang so ähnlich wie Demokratie. Das war auch Demokratie. Du hast Kameraden und wer bist du und
und Demokratie hörst du da raus? Ich würde mich vorstellen. Oh, Sekunde. Bitte was? Habe ich gerade nicht verstanden. Ich würde mich auf jeden Fall vorstellen. Okay, würfel mal auf Russisch, ob du schaffst, dich vorzustellen. In der fremden Sprache. Das waren zwei, sorry. Scheiße, ich glaube nicht aus. Ich habe einen 4 vergleicht. Okay, das erste waren zwei. 49 hast du geschafft. Ja. Hast geschafft, okay. Nee, ich hab nicht geschafft, ich habe um 4 verkackt. Okay, hast nicht geschafft, okay, da du russische Kenntnis hast, du versuchst, du schaffst schon, aber du stotterst so ein bisschen, du sagst so deinen Namen so ein bisschen mit, so ein bisschen davor, so. Also er versteht nicht ganz, was du sagen würdest, aber er versteht das, da du deinen Namen sagst, versteht er, dass du. Jo. Das so ein bisschen. Also, es ist kein. Er wundert sich, es ist kein Russisch, was du gerade gesagt hast, aber versteht, dass du dich vorgestellt hast. Also, es war ziemlich undeutlich. Dann würfel nochmal auf Russisch, ob du den Rest verstehst, den er sagt. Er fängt an, dir was zu erzählen, er redet los und. Er bricht einen Schweier raus auf Russisch und erzählt dir von Dingen, die du vielleicht verstehst oder nicht. Verstehst du sie? Ja, nein. Schau die Würfel an. Verstehst du nicht? Also er spricht in flüssigem Russisch dir, erzählt dir, es ist ein hoch, so, er ist richtig freudig und erzählt dir im Russisch was, aber du verstehst kein Wort. Ja. Du hörst auch heraus, dass er dir ein, zwei Fragen gestellt hat, aber. Du verstehst nichts. Ja. Was tust du? Keine Ahnung. Kann ich ihn auf Deutsch fragen, ob wir auch auf Deutsch reden können oder ob er auch Deutsch kann? Kannst du versuchen? Ja, dann würde ich das auf jeden Fall versuchen. Er versteht kein Russisch. Kein Deutsch. Er versteht kein Deutsch. Wie ist er da reingekommen? Sein Dolmetscher ist wohl gerade. Ist wohl gerade nicht da, also ist normalerweise hat ein Dolmetscher mit dabei, aber die ist irgendwie gerade aufs Klo gegangen oder irgendwie, dass der versucht ja ein paar seine Leute, die neben ihm stehen, gucken dich mitleidig an. Du stehst da nur da und er gibt einem seiner Leute seiner Mitarbeiter ein Zeichen und die holen für euch drei. Die holen Sachen aus Rucksäcken, aus Taschen, die sie dabei haben, und schenken jedem von euch eine Matryoshka. Jeder von euch kriegt eine Matryoshka geschenkt mit einem so eine klassische russische Matryoshka, rotfarben mit so einer alten Babuschki drauf und einer russischen Oma. Dort. Kriegt er als Geschenk von ihm. Ihr wisst, ich würde die einmal. Ihr wisst, dass Matryoshki sind. Ich würde einmal gucken, ob da irgendwas drin ist, und danach, falls nichts drin ist, einfach mal in den Rucksack packen. Okay, ihr findet tatsächlich ein russisches Bonbon drin versteckt in der kleinen Matryoshka, so ein kleines Bonbon. In der kleinsten von denen. So ein kleines Bonbon, was ihr lutschen könnt, was ihr auspacken könnt, was ihr behalten könnt. Das stecke ich mir in die Hosentasche und die Matryoshka stecke ich dann mal ein. Okay, was steckst du da rein? Also die Matryoshka stecke ich in den Rucksack und den Rest stecke ich in die Hosentasche. Okay, du hast deinen Rucksack wieder, oder? Ja, ich habe ihn mir vorhin geklaut. Okay, das dient nicht. Okay. So, ja, dann, also er verabschiedet auf Russisch, sich auf Russisch, was du, also okay, das verstehst du, das wie Daniel verstehst, das heißt, die Verabschiedung. Du hast scheinbar Russisch in der Schule irgendwie, deswegen kannst du grundlegend, das gebe ich dir. Er verschwindet mit seiner Entourage, nachdem er euch Matryoshkas geschenkt hat. So. Können wir gerade mal eine kurze Pause machen, eine 10-Minuten Pause? Jo. Das war jetzt erst, ist glaube ich exakt eine Stunde her, seit wir die letzte Pause gemacht haben, aber ja, passt ja. Machen wir diesmal eine Viertelstunde Pause bis 22.10 Uhr. Nee, 5 war das. Bis 22.05 Uhr.
Jo. Okay, bis gleich. Dann.